Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Gerade Mauzi gefangen, Doppelbonbon. Es läuft ja gerade Doppelbonbon-Event. Auch bekannt als Kanto-Event. Ich habe mir überlegt, auf das Abwehr scheißen wir jetzt, obwohl, das können wir auch fangen. Und zwar habe ich mir überlegt, als Special, wegen dem Kanto-Event, alle Kanto-Pokémon, die ich auf 100% habe. Also nicht alle, weil so viel Zeit haben wir gar nicht und so viel Sendeplatz, sag ich mal. Event läuft auch nur noch 4 Tage oder so. Dementsprechend aber wollte ich so viele wie möglich auf Max pushen von meinen 100% Kanto-Pokémon. Auch Mehrgänge immer pro Video. Also ich habe mir überlegt, ein paar Themen. Zum Beispiel das heute, alle drei Starter, Bisasflor, Glurak, Turtok. Dann sowas wie Team Rocket Special, Smogmog, Arbok, Mauzi. Also Mauzi werde ich dann aber entwickeln zu Snowbillycat. Nidoking, Nidoqueen zum Beispiel. Oder Dreiköpfe, Pokémon, Digdri, Dodri, Magneton. Alle drei auf Max. Problem ist, ich habe Magneton nicht auf 100. Fehlt mir leider immer noch. Oder Misty Special, Golking, Entogon, Starmie. Und was weiß ich, was sie noch hat. Sepa oder so, Zetraking. Also sie hat kein Zetraking, aber so Wasserthema oder so. Also da werde ich auf jeden Fall die nächsten paar Tage als extra Video noch paar auf Max pushen, endlich. Ich wollte ja meinen Stopp ausgeben. Ich wollte ja jeden 100er einmal auf Max haben. Und da passt es ganz gut. Kanto Special. Die Bonbons für alles sammeln und dann endlich mal ausgeben. Und dann haben wir beinahe Kanto abgehakt. Abgesehen halt von denen, die mir fehlen. Was nicht mehr so viel ist. Aber die zu bekommen ist leider zu schwierig. Auf jeden Fall. So. Number. 96er Shiny habe ich schon mal auf Max gepusht. Dann können wir den hier, Bisasflor, noch auf Max pushen. Oh, was hat der für schlechte Attacken? Hä? Wieso hat er das eigentlich bekommen? Ich habe den während des Events entwickelt. Wieso hat der Sludge Bomb? Oder habe ich den nicht während des Events entwickelt? Okay, den habe ich nicht während des Events entwickelt. Nur die zwei. Okay. Dann hier auf jeden Fall erstmal ein Ladeterm auf Solarstrahl. Okay, jetzt können wir den auf Max pushen. Relativ low, aber was soll man machen? Währenddessen zocke ich ein bisschen Hearthstone. Neue Expansion, neues Set ist draußen. Das will ich ausnutzen. Vor allem, weil Hochleveln, Hochpowern so lange dauert. In der Zwischenzeit können wir ein paar Games zocken. So. Bisasflor echt gut. Also, da ist kein Problem, da noch einen auf Max zu pushen. Mache ich gerne. Bester Pflanzenangriff momentan. Geh mit Solarstern nicht unbedingt, weil da ist er eigentlich gleich auf mit Kokowai. Nur mit der neuen Attacke vom C-Day ist halt besser als Kokowai. Eindeutig besser als Kokowai. Und so ist es halt relativ ausgeglichen. Da streiten sich immer noch die Leute, was besser ist. Noch gar kein IV-Check gemacht. Kurz IV-Check für euch. Aber ihr könnt mir schon glauben. KP, Angriff, Defense 15. So. Genau unser Jahr. Pam. Natürlich könnt ihr in die Kommentare unten schreiben, was ich sonst noch so hochpushen soll. Falls ihr irgendeinen Favoriten habt, kann ich das gerne machen. Nur falls ihr eine Idee habt, zu irgendeinem speziellen Thema. Also die meisten von Gen 1 sind am Start bei mir. Kann ich auf Max pushen fehlen. Nur ein paar Bonbons. Gespannt auf wie viel da kommt. Ja, da geht eigentlich noch, da geht noch eine Menge.
2, 5. Einer geht, glaube ich, noch. Ah, ne, da gehen noch ein paar. 3 gehen sogar noch. So, jetzt noch 2. War schon teuer. War schon extrem teuer. So, Max aus München, Bayern, Germany. Mit Superball gefangen. Bam. 100% Bisa Floor. Nicht schlecht. Ich habe noch 400 Candies. Ich werde wahrscheinlich nicht noch eine auf Max pushen, das heißt, die kann ich zum Entwickeln verbrauchen. Und weiter geht's mit Blueberry. Oh mein Gott, der ist auch so low. Achso, dann entwickle ich einfach den hier. Habe ich da genug Bonbons? Ja. Firespin Overheat. Okay. Mein Gott, ich bin schon tot, was denn da passiert? So, IV-Check erstmal. Beste KP, Angriff, Defense, 15. So, entwickeln wir den mal. Und dann pushen wir Glurak auf Max. Shiny Glurak sieht ziemlich krass aus. Aber ist leider nicht gekommen jetzt. Man dachte ja, Kanto Event, die Shinies kommen. Und auch viele von euch wollten, dass ich Glurak auf Max pushe. Also Glurak allgemein echt ein cooles Pokémon. Kann man auf jeden Fall machen. Feuer- und Flugattacken kann der, also den kann ich so oder so gebrauchen, weil ich will ja noch einen Pinsir Solo Raid machen. Pinsir gibt es aber noch nicht, das ist ein regionaler Raid. Der kommt dann, wenn Latios kommt, dann kommt auch wahrscheinlich Pinsir. So, entwickel. 2-2, okay, nicht schlecht. Fire Blast ist, glaube ich, das Schlechtere. Geben wir mal ein paar TMs. Jetzt mal hier auf 2 Feuerattacken. Er Slash weg. Fire Spin, okay. Und dann. Overheat, genau. Bam. Und los geht's mit dem Pushen. Mal schauen, wie viel die alle am Ende haben, wer die meisten WP hat. So, wir fallen leider unter die 8 Mille, aber das geht schon. Demnächst eh wieder Doppelstaub-Event oder sogar Dreifachstaub. Also da holen wir wieder ein bisschen was rein, auch wenn wir ja eigentlich alles ausgeben wollen. Er wird auf jeden Fall stärker als dieser Floor. Das war gerade ein guter Zug von mir. Saftig. So. Gleich haben wir's. Und. Ah, einer geht noch. Habe ich nicht aufgepasst. So. 2686. Interessante Zahl. Fire Spinovic aus Prag. Interessant. So. Wann war Prag? Im Oktober, Alter. Wie lange ist das schon her? Bam. 100% Glurak auf Max. Nochmal weiter mit Turtok, der letzte. Da werde ich wahrscheinlich den entwickeln. Den Schiller. Also ich hatte mehr. Ich hatte Familie und so, aber die waren zu low und so viele braucht man nicht. Musste ich ja dann entleeren. Aber entwickeln wir mal den. KP, Tag, Defense, 15. So, also erstmal entwickeln. Bonbons haben wir auch genug. Da muss ich auch wieder ein paar Shikis sammeln, um die für EP zu entwickeln. So. Der war, glaube ich, aus Amsterdam, wenn ich mich richtig erinnere. Wo ist der in Amsterdam geflohen? Ich muss mal schauen gleich. Perfekt, Aquaknagel Hydro-Pumpe. Das ist ein gutes Zeichen. 1200! Aus Amsterdam, ja, aber. Okay, bisschen stark. Alter, der wird eine Menge kosten. Wieso habe ich kein besseres Jiggy? 100er gehabt. Fuck. Das ist leidend. Der wird eine Menge kosten.
Okay, Zeit, das leidende Turtok zu pushen. Der war leider ein bisschen zu low für meinen Geschmack, aber egal jetzt. So, das kann erstmal eine Weile dauern. Amsterdam war echt cool. Eine Menge coole neue Pokémon. Wie den hier. Ich dachte, der war echt höher. Aber schade. Aber fuck. Leider verloren. Neues Set. Echt verrückt. 2-3. Das ist echt schlecht. So, langsam kommen wir näher. Ich glaube, Turtok ist der niedrigste. So, und Hammer geht noch. Ja, Turtok auf jeden Fall der schwächste von denen. Vor allem Wasser gibt es Kyogre und Gyarados. Es gibt so viele Wasser-Pokémon, die besser sind. Turtok leider echt keine Verwendung. Also schaut mal, wie low Turtok wird. Kommt nicht mal über die 2-3. Alter, Turtok echt tot, Mann. Oh mein Gott, Turtok echt schlecht. So, Max, Amsterdam. Shoutout an Oksana aus Amsterdam. War ich mit dir? Haben wir uns den geholt? 2291. Alter. Glurak 2686. Turtok 2291. Visaflor 2-5. Okay. Alter, Turtok echt tot. So, das war's von mir. Fürs Kanto-Event werde ich alle, nicht alle, aber die meisten 100er aus Gen 1 auf Max pushen. Heute angefangen mit den drei Startern. Visaflor, Glurak und Turtok. Turtok echt leidend. Hat echt viel gebraucht und ist echt niedrig, echt schlecht. Mein Tipp, push Turtok nicht. Auf jeden Fall, ich habe noch ein paar andere Sachen vorbereitet. Wie gesagt, Team Rocket Special oder Misty oder sowas. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ich noch auf Max pushen soll von Gen 1. Und ansonsten war es das von mir. Geht raus, genießt noch das Event, Doppelbombung läuft. Und morgen X-Raid, viel Glück. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.